Noch eine Folge Spyro Year of the Dragon, yes! Und statt jetzt in die spukenden Sümpfe zu gehen, gehen wir da oben in die Bambusterrasse. Einfach aus, ja, ich würde nicht sagen Prinzip, aber aus Überzeugung. Wir müssen einfach aus Überzeugung handeln. Und ich handle heute so, dass wir erstmal in die Bambusterrasse gehen. Und wisst ihr auch warum? Weil nämlich im spukenden Sumpf, da gibt es den Bosskampf. Ja. Spyro, Rhinoxe ärgern uns schon den ganzen Tag. Die Arbeiter konnten nicht genug Bambus für den Kreisel ernten, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie gebeten zu gehen, aber reden hilft bei denen nichts. Ganz im Ernst, so viel Bambus wird man für so einen kleinen Kreisel auch nicht brauchen. Also ich glaube nicht, dass das so ein Problem sein wird. Ich möchte mal was ausprobieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Glitch ging. Okay, die stehen jetzt erstmal komplett falsch. Man kann hier auch wieder so einen Proxy-Jump machen, aber es ist schon Jahre her, seitdem ich den das letzte Mal gemacht habe. Und, naja, ich weiß nicht mehr genau, wo ich stehen muss, damit der Proxy-Jump funktioniert. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist zwar eines der leichteren Proxy-Jumps, also, aber der ist jetzt nicht so wirklich, ach, keine Ahnung. Ich glaube, darum so jetzt eine Welle zu machen, das ist es nicht wert. Ich glaube, hier gibt es auch wieder diese Fragezeichen-Vasen, ne? Was heißt, wir müssen das Level nochmal rückwärts laufen? So. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt viele Tore, die einfach mal unter den eigentlichen Toren sind. Also wenn jetzt ein Tor noch nicht geöffnet ist, dann ist das echte Tor, also der Trigger dafür, einfach mal unter dem Tor selbst, das eben nicht geöffnet ist. Aber hier ist es so ähnlich mit einem Drachenei. Und zwar das Drachenei eines Diebes. Das Drachenei befindet sich nämlich eigentlich unter der Startstelle vom Dieb. Ich glaube, das ist bei jedem Dieb so. Das müsste so sein. Warum anders programmieren? Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall, das Drachenei ist auch immer am Existieren. Und das Problem ist, da wir hier einen Swimming in the Air Glitch haben, kommen wir sehr leicht an ihn ran. Ja. Das ist wirklich ein sehr kurzes Level, muss ich gerade zugeben. Wir kommen sehr leicht an dieses Drachenei ran, ohne den Dieb wirklich, naja, fangen zu müssen. Wir können einfach an einer Stelle schwimmen und dann fertig ist. Das werde ich natürlich jetzt nicht machen, das wäre vielleicht ein bisschen zu unspektakulär. Ich will den Dieb schon fangen. Klar, jetzt im letzten Part habe ich das nicht gemacht, aber, ey, Idiot. Im letzten Part habe ich das jetzt zwar nicht gemacht, aber ich weiß nicht, den Glitch fand ich irgendwie dann doch besser. Das wäre mir zu nervig gewesen, den da auf der Strecke zu fangen und dann immer wieder 50 Runden zu rennen oder so, keine Ahnung. Da kann man ja auch mal so einen Glitch zeigen. Oder? Ich weiß es nicht. So normale Diebe, die nicht auf Supersprints rasen, das ist schon sehr viel besser. Jetzt kommen wir auch mal an so eine Stelle, die eigentlich ein Könnerpunkt hätte sein können. Hier, eine zerbrochene Wand und 4 Leben. Ja, die gönnt man sich doch gerne. Gerade wenn man in Lebennot ist, was bei uns jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Es ist ein Spyro Game Over zu gehen, wenn man das Spiel kennt. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das wäre selbst in Crash Bandicoot noch möglicher. Also gerade im ersten Teil, aber so ansonsten, keine Ahnung. Naja. Also, ich weiß echt nicht, also, wenn ich jetzt mal nicht gerade so einen Glitch übe oder so und dabei sterbe, da kann ich mich an keinen Zeitpunkt erinnern, wo ich wirklich mal Game Over gegangen bin. Also wenn dann überhaupt so wirklich richtig in der Kindheit, dass es schon sehr lange her ist. Ja, keine Ahnung. Das ist so lange her. Aber die Ladescreens, also die Game Over Screens, die sind ja auch unspektakulär. Da gibt es jetzt nichts irgendwie großartig zu gucken. So, wir gehen gleich hier. Ach, wir gehen jetzt schon ins Wasser. Und ich springe natürlich direkt in die Rakete rein. Rakete. Okay, hier könnte auch was sein. Boah, ich hoffe, das werden die an der Stelle hier im HD-Remake ein bisschen besser machen. Mit diesem Becken. Denn hier gibt es den besagten Swimming in the Air Glitch. Und das ist der einfachste im ganzen Spiel. Das schwöre ich. Bei Leib und Leben. So. Tot. Ein Einzelner steht da noch oben auf der Brücke.
Er wartet, er ist einsam. Stirb! Ich hätte auch gern den Edelstein gehabt. Es wäre uns eine Ehre, wenn du dies hier als Zeichen unserer Anerkennung annehmen würdest. Es ist Tom! Nicht Thomas die Lokomotive, aber gut. Halb so gut. Die Fluchtbrücke. Warum habe ich nicht eher daran gedacht? Ich werde sie sofort öffnen. So, die Zugbrücke geht auf. Das heißt jetzt auch, der Dieb ist da. Der müsste jetzt hier links sein. Hätten wir dieses, hätten wir das Level jetzt nicht abgeschlossen, sondern wären einfach so, keine Ahnung, zu dieser Stelle mit dem Dieb hingelaufen, wäre er noch nicht da gewesen. Weil die Zugbrücke noch nicht auf ist, oder war. Und, das so ein kleines Problem darstellt. Weil der Dieb tatsächlich diese Zugbrücke auch nutzt. Ich glaube eher, das liegt daran, dass die Zugbrücke auf sein muss. Und nicht daran, dass man das Ziel erreichen muss. Das ist vielleicht ein kleiner Logikfehler. Keine Ahnung. Oder Argumentationsfehler, ja. Da ist er. Der Dieb. Und da drüben ist die Vase, die wir brauchen. Man will das Spiel nochmal strecken, ne? Ich hoffe, der läuft jetzt erstmal in die rechte Richtung. Rechts! So, fliegen tut er schon mal. Ich stelle mich extra hier hin. Oh, der läuft natürlich genau in die falsche Richtung. Ja, jetzt habe ich den in die richtige Richtung gedrängt. Ich habe ihn dazu genötigt. So. Weil ich hätte ganz gerne dann doch die Vase. Der rennt uns vor der Nase weg. Ja. Auf der anderen Seite einfach mal, ja. Ah, den hätten wir sogar ganz leicht kriegen können jetzt. So einigermaßen. Ach, da ist er ja wieder. Er macht nichts, wir haben sowieso Zeit. Irgendwann müssen wir den kriegen. Es dauert nur. Ach komm, wir sind schon ganz nah dran. Immer schön die Kurve kriegen. Und dann treffen, ja. So. Und hier an dieser Stelle, nur ein bisschen tiefer, wäre dieses besagte Drachenei, das uns... Also das eigentlich nur unsichtbar ist. Es wurde jetzt eigentlich nur nach oben geschoben. Was sehr interessant ist. So, okay. Die letzte? Oder ist es die letzte? Ich weiß es nicht. War es am Start? Nee, das war noch ein bisschen weiter weg, ne? Ich weiß auch nicht, also diese Vasen, die können ganz nervig sein... Wäre der Dieb eigentlich hier durchgelaufen? Oder ist der, würde der drüber springen oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich glaube, der wäre durchgelaufen. So. Manche Leute mögen die Vasen nicht. Ich finde die auch ab und zu mal nervig. Aber hier geht das ehrlich gesagt noch. Also da finde ich das noch in Ordnung, dass das hier drin ist. Erweitert halt so ein bisschen diese Spiellänge, aber... Naja, trägt jetzt auch nicht so viel dazu bei, ne? Zum Spiel. Sei denn, es ist wirklich ein sehr nerviges Level. Vielleicht auch mit einem Nebencharakter, der wirklich sehr langsam ist. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht. Also wenn, dann überhaupt nur in Spyro-Leveln. Bitte hilf uns, Spyro. Meine Freunde wollen nach einer langen Schicht auf den Feldern nach Hause. Aber diese elenden Rhinoxe stoßen sie immer um. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Die Panda-Arbeiter retten? Ich will's... Ich bin sicher, dass du viele wichtige Dinge zu tun hast. Aber wenn du irgendwann Zeit hast, komm bitte wieder. Wie die immer davon ausgehen, dass ich wichtige Dinge zu tun habe. Bitte hilf uns mal. Ja. Spring bitte auf. Pass auf, dass du die Rhinoxe röstest und nicht meine Freunde. Ja, okay. Irgendwo habe ich die Stimme, glaube ich, schon mal gehört. Also klar, im ganzen Level. So, wir müssen jetzt die Rhinoxe treffen, die fetten da oben. Und man sollte besser vorsichtig sein, denn trifft man die Pandas, ist das Spiel vorbei. Man dreht hier so ungefähr 1,5 Runden. So, es läuft doch gut, oder? Und gleich kommen sie nochmal von oben runter gesegelt und das ist dann die wahre, schwere Mission. Also die schwere Eigenschaft. Da kommen sie von oben runter gesegelt. Solange ich jetzt nicht die eigenen Pandas treffe, ist das eigentlich in Ordnung. Die süßen kleinen Pandas. Direkt aus dem Zoo. So, ja, das läuft tatsächlich sehr gut. Oh nein, da ist ein Panda. Aber der zählt nicht, oder? Der zählt als, mitgenommen oder so. Hoffe ich. War's das? Bitte, das war's. Ja. Bitte nimm dieses glänzende Ei. Es wird dir Glück bringen.
So, eine Mission, die auch echt eigentlich sehr schwer ist. Ich glaube, im Spiel stehen hier immer noch die Schwierigkeitsanzeigen dran, ne? Also mit Sternen, wie schwer die Mission ist. Oder sein sollte, im Vergleich zu anderen. So wie in Spyro 2, also ich glaube, das haben sie einfach übernommen. Nur ich achte darauf nicht, weil ich kenne die Mission und weiß dementsprechend auch so ungefähr, wie schwer das sein wird. Swimming in the air, einfach Quadrat drücken und ein bisschen hier in Richtung Abgrund schwimmen. Es ist nicht so schwer. Dann gehen wir jetzt mal in den Bentley-Abschnitt. Das ist nämlich der dritte spielbare Charakter, vierte. Ey gut, ohne Sparks. Wir zählen jetzt Sparks mal nicht mit. Der dritte spielbare Charakter, den wir noch befreien müssen. Aber da wir jetzt einfach das Level von hinten betreten. So, was soll's. Ah, ein schöner Tag für einen kleinen Spaziergang. Ich wollte gerade auf meinen Lieblingshügel steigen. Ja, dann steig mal auf deinen Lieblingshügel. So. Hey, ich glaube, ich habe einige Rhinoxe mit einem Ei den Hügel hinauflaufen sehen. Bentley! Er kann mit seiner Keule ein bisschen rumschlagen, aber ansonsten hat er wenig drauf. Außer springen. Er kann nicht mal eine Stampfattacke oder so. Eigentlich ist er sehr ich will nicht sagen schwach, aber das ist er definitiv nicht, aber naja. Seine Steuerung ist nicht unbedingt gerade komplex. So, aber den werden wir sowieso noch freischalten, dann wird er es vielleicht ein bisschen näher erläutern. Hat da gerade irgendjemand versucht, mich platt zu rollen? Du, Alter! Was versuchst du, ey, Alter? Mach kein Ding! Dimensio, mach kein Ding! Ja. Also auch Bentley hat hier seine Nebenabschnitte. Und, ja, im Grunde haben wir jetzt schon fast alle Charaktere getroffen. Okay, da will ich aber schon wissen, wie man ausweicht. Weil wieder zurückrennen, das macht ja jetzt wenig Sinn. Aber hey, die stehen ja voll auf Donkey Kong, deswegen rollen sie Fässer. Nein! Okay, das war dumm. Da kommt er auch direkt auf uns zu. Okay, dich machen wir platt. Dann kriegen wir wieder ein schönes Schmetterlingchen. Ich wollte ja ein bisschen was zum Namen von zu den Weltennamen sagen. Und zwar ist es so, dass die Weltennamen durch die Jahreszeiten, durch die Tageszeiten inspiriert wurden. Also man hat sich eigentlich an die Tageszeiten gehalten. Zum Beispiel Bad Sonnenaufgang, ne? Später gibt's noch so Mitternachtsberg, ne? Doch. Und hier in Gartenstadt würde man jetzt so meinen, das passt doch überhaupt nicht. Das ist einfach, wer ist denn darauf gekommen? Ja, genau, das ist eigentlich auch so die Frage, wer ist denn darauf gekommen? Das ist anscheinend irgendeiner von den Übersetzern gewesen, denn eigentlich sollte das nicht Gartenstadt heißen, sondern, Mittagsgarten. Also wenn man es richtig übersetzen würde aus dem Englischen. Weil im Englischen haben die alle wirklich Tageszeiten als Namen. Nur hier im Deutschen haben sie sich... ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich hasse deutsche Übersetzungen, habe ich das schon mal gesagt? Manchmal ist es richtig lächerlich. Oder Eindeutschungen. Wenn es eingedeutscht wird, so richtig so... Das ist so richtig ekelhaft. Meine Güte. Ich meine, gut, manchmal denkt man sich, gut, das hätte schlimmer sein können, aber... ich weiß nicht. Gartenstadt. Statt Mittagsgarten. Ich finde Mittagsgarten... Nein! Ach, so soll man das machen! Okay. Ja gut, da hätte ich wenig machen können. Der hat mich ja richtig weggedrescht. Ich finde Mittagsgarten ist, klingt auch ein bisschen besser. Boah, jetzt haben wir schon ein Level durch. Ist das nicht ein bisschen früh? Ich finde schon, ne? Naja, Bentley ist halt allgemein sehr langsam. So. Dafür hat er auch kurze Abschnitte. Wo ist das wo ist die Ausrichtung vom Ei? Sonst hau ich noch drauf. Wie ist der Brudeck? Ist das nicht ein bisschen... Also ich glaube, auf dem Schulhof wird er bestimmt gemobbt. So. Ich habe ja auch mal gesagt, die Dracheneier, also so ein Drache, der legt alle 12 Jahre ein Drachenei und Spyro müsste dementsprechend auch 12 Jahre sein. Wo jetzt ein kleiner Logikfehler war, denn es heißt ja nicht, dass alle Drachen zum gleichen Zeitpunkt Eier legen. Also kann Spyro alle möglichen
Also kann so alt sein, wie er gerne wäre. Also natürlich. Ah, mit der neuen Jungheitscreme. Mit der Verjüngungscreme. Einfach auftragen und so jung sein, wie sie wollen. Ist das nicht schön? Naja. Besser als jeder Jungbrunnen. Einfach so eine schöne Paste auftragen. So, ich würde jetzt gerne den Bauernring machen. Einfach, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Und wir das auch ein bisschen ausprobieren können. Dies ist ein super Feuer-Powerpunkt. Du findest noch mehr davon in allen anderen Welten verstreut. Probier ihn doch mal aus, indem du damit diese ganzen Übertöpfe zerbrichst. Ich habe gesehen, dass ein Rhinox ein Ei in einem versteckt hat. Wow, und es ist höchstwahrscheinlich der letzte. Was ich jetzt auch mal ausprobiere, ist ein gewisses Drachenei an einer bestimmten Stelle aufploppen zu lassen. Oh, gehen wir nochmal durch, ne? Ich meine, wir haben zwar genug Zeit, aber was soll's. So, da drüben. Alles einsammeln. So, und was jetzt passiert? Ein Drachenei erscheint neben einem Drachenei. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht. Man könnte jetzt ausrasten. Auf der anderen Seite wäre das nicht ganz so nötig, weil das Drachenei erscheint halt immer da, wo das letzte... Die letzte Vase war. Der letzte Übertopf. Modesty. Oh mein Gott. Wir haben ihn nackt gesehen. Censored. Also wir müssen da jetzt schwarze Balken drüber packen. Und den Part ab 18 freigeben. Weil das einfach... Ich kann das echt nicht verantworten. Das ist jetzt nicht mehr werbefreundlich. Also falls ich irgendwann mal vorhabe, meine Videos zu monetarisieren, dann... dann wäre das jetzt schon nicht mehr möglich. In dem Fall. Eine Sache möchte ich noch machen. Es gibt nämlich nochmal eine Vase. So ein lustiges Ding, das wir kaputt machen können. Da ganz hinten bei Sergeant Bird. Wachtmeister Bird. Hier haben wir auch nochmal ganz viel. Ja komm, also so viel Zeit haben wir jetzt nicht, dass wir uns da was erlauben dürfen. So, war hier noch was? Nee, ah, da war noch ein bisschen was. Ich bin hier komplett außenrum nicht lang gegangen. Okay. Also, machen wir heute doch nicht den Bauernring. Ich habe gedacht, das würde ein bisschen was bringen. Wenn wir jetzt den Bauernring machen, aber wenn ich hier noch so viele Edelsteine rumliegen habe, dann bezweifle ich, dass das so sinnvoll ist. So. Also dann plane ich so für den nächsten Part. Ah, vielleicht so. Ich glaube, den Bauernring, ja, den plane ich einfach mal ein. Hier gab es da auch was. Oder habe ich das schon rausgeholt? Rausgefischt. Fischgesicht. Gantu, du Fischgesicht. Ach ja. Es gab in Lilo und Stitch einmal so eine Folge, da war so ein Drache. Und als Kind, ne, da stand ich ja komplett, war ich ja voll auf dem Drachentrip. Wegen Spyro und so. Und ja, keine Ahnung. Es ist dann sofort das beste Experiment gewesen, weil es einfach ein Drache war, der so komisch Feuer spucken kann. So Feuerbälle schießen. Nee, das war, ich glaube, der hat nicht Feuerbälle geschossen. Doch, das war so ein Drache, der konnte Feuerbälle schießen. So war das. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Das sind 18 Minuten, gut. Sind das 10 Minuten? Bin ich jetzt am... Nehme ich jetzt seit 10 Minuten auf? Nee. Okay. Beim nächsten Mal Bauernring und dann spukende Sümpfe. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich glaube, die spukenden Sümpfe dürfen wir noch erreichen. Bis dahin, tschüss und bye bye.